Hallo, willkommen in meiner Küche. Heute möchte ich euch mal ein sehr cooles Gericht zeigen, eine Vorspeise, ein Amüsbusch, wie auch immer, und zwar mit ein paar wenigen Zutaten. Und zwar brauchen wir einen Hokkaido-Kürbis, wir brauchen Rosmarin, Olivenöl, Salz und ein helles Brot. Und was ich damit mache, das zeige ich euch jetzt. Als allererstes müssen wir den Hokkaido zerlegen. Das ist doch ein recht kräftiges Teil. Der ist quasi gewaschen, weil die Schale isst man oder kann man sehr gut mitessen. Und als erstes müssen wir den mal auseinanderschneiden. Ich schneide mal gern die Dinger ab. Dann liegt er nämlich gut, kann immer wegrollen, und dann in der Mitte durch. Dann haben wir hier das Innere und das holen wir einfach mit einem Löffel raus. Einfach rein und so ein bisschen schaben. Ja, und dann nehmen wir den Hokkaido und schneiden einfach so, ich sag mal, wie Melonenscheiben runter. Dann nehmen wir uns so eine Form, das kann ein Bräter sein, das kann aber auch Keramik sein, das ist völlig egal, irgendwie was ein bisschen Platz hat und was ofenfest ist. Und dann machen wir jetzt mal ein bisschen Olivenöl rein. Und damit das Olivenöl überall ist, nehme ich so ein Papiertuch und verteile es auch so ein bisschen am Rand, dass das da nicht hinbappt. So, und jetzt legen wir den einfach da rein. Das ist völlig egal, wie der liegt. So, wenn es zu klein ist, dann muss man häufiger umrühren und die Kürbisteile einfach in der Position verändern. Also das ist jetzt die Ausgangssituation. Ich habe diese Form, den Kürbis, und jetzt gebe ich relativ viel Olivenöl drüber und dann salze ich das Ganze noch mit einem guten Salz. Kürbis kann auch gut Salz vertragen, ähnlich wie Kartoffeln. Also da kann man aber auch nachsalzen. So, und dann kommt da einfach Rosmarin mit rein. Und zwar nehmen wir jetzt so ein Büschel, das halt überall Rosmarin ist. Und wir geben aber dann nochmal 10-15 Minuten, bevor es fertig ist, nochmal Rosmarin, weil der wird hier relativ gut aufgearbeitet. Das heißt also, der wird sehr verbrutzeln. Das macht aber nichts, aber weil der liegt ja schön drauf und da gibt schon mal den Geschmack in den Kürbis ab. Also mit Rosmarin nicht sparen. Und das Ganze kommt jetzt dann in den Backofen bei 180 Grad für ungefähr 45 Minuten Ober-Unterhitze. Und das war's dann auch schon. Der Kürbis wird weich und die Schale wird auch weich. Das geht alles rein, das ist wunderbar. Und dann nehmen wir ein Brot, ein Weißbrot, das toasten wir kurz. Und dann nehmen wir diesen Kürbis, legen den drauf und zerquetschen das mit der Gabel. Dann wird es noch ein bisschen, je nachdem wie es schmeckt, gesalzen. Und noch ein bisschen frisches Olivenöl drüber und das ist Welt, Welt. Also, das stelle ich jetzt mal beiseite und wenn es dann weitergeht, sehen wir uns wieder.